Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Heute zu einem ganz speziellen und wichtigen Thema, wie ich finde, nämlich es geht um die Lieferketten, es geht um die Logistik, um die Speditionsbranche und natürlich um die Versorgungssicherheit in unserem Land. Dazu habe ich einen Experten eingeladen, nämlich Thomas Hantsche. Hallo Herr Hantsche. Herr Friedrich, ich grüße Sie. Schön, dass Sie da sind, hier heute in meinem Lustschloss, wo ich am Wochenende öfters bin. Spaß beiseite. Nein, wir sind hier im Schloss Solitude in Stuttgart und dankenswerterweise hat die Familie Mink und der Business Club Stuttgart uns diese Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Und Sie sind ein Experte im Bereich Spedition, Logistik. Sie sind Geschäftsleiter der Ludwigsfelder Logistik mit über 125 Mitarbeitern. Sie haben etliche LKWs, wie Sie mir schon im Vorgespräch erzählt haben, am Fahren. Und Sie sind aber auch noch zusätzlich Vorsitzender des Vereins BLV Pro, der aus LKW-Demonstrationen der Jahre 2020 entstanden ist. Vorab eine Frage. Droht in Deutschland durch die Corona-Krise, durch die gebrochenen Logistikketten, durch vielleicht auch Fehlentscheidungen der Politik und so weiter, droht hier ein Lieferengpass oder vielleicht sogar ein Versorgungskollaps? Dazu eine ganz kurze Korrektur. Ich bin nicht der Vorsitzende des BLV Pro, sondern der Stellvertretende und Sprecher des BLV Pro. Nur eine kurze Korrektur. Und zu Ihrer Frage. Man muss dazu den Logistikmarkt ein wenig erklären. Also ich sage mal, eine pauschale Versorgungsnot wird es nicht geben. Und es wird auch keine pauschale Unterbrechung der Lieferketten geben. Und man muss das differenziert betrachten. Und dafür bin ich hier, um das einmal kurz zu erläutern, wie die Zusammenhänge sind und welcher Handlungsbedarf akut besteht. Die Lieferketten, um auf die Lieferketten als erstes einzugehen, brechen in der Logistik nie ganz. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein Logistiklager, irgendwas in Berlin, Rewe irgendwie, wie die Großversorger heißen, und da fahren täglich 50 LKWs ran und es brechen 20 LKW-Fahrer weg, weil, warum auch immer, haben Sie immer noch 30 LKWs, die diese Lieferkette aufrechterhalten. Also wenn, dann haben wir höchstens eine Selektierung, dass wir sagen, wir müssen Waren priorisieren, dass wir sagen, die sind zur Versorgung notwendig, aber ein komplettes Brechen der Lieferketten wird es nicht geben. Ein zweiter Fakt, warum es das nicht geben wird, und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, auf das ich hier noch eingehen möchte, ist, dass wir einen sehr hohen Anteil ausländischer Fahrer bei uns am Logistikmarkt haben und Deutschland eben sehr reich ist und sehr gut bezahlt. Das lockt eben auch dieses Sozialdumping an, dass eben die ausländischen Fahrer hier unter Preis fahren und strukturelle Verwerfungen am Markt hervorrufen. Aber es sorgt eben auch dafür, dass dieses reiche Deutschland nie unversorgt bleibt, weil wir einfach gute Löhne auch für die Kraftfahrer bezahlen, die aus dem Ausland kommen. Und deshalb wird es diesen Totalzusammenbruch, der immer propagandiert wird, den wird es nicht geben, auf gar keinen Fall. Also eher wird Deutschland noch gut versorgt sein und in Rumänien bleiben die Regale leer oder woanders. Aber einen Totalzusammenbruch in Deutschland wird es nicht geben. Also uns geht es gut auf Kosten der anderen, wie bisher auch immer. Aber was ist denn, wenn zum Beispiel jetzt der Ukraine-Konflikt eskalieren sollte und wir jetzt, hat der Herr Habeck gesagt, die Zahlungen für Öl und Gas nicht in Rubel überweisen werden und auf einmal das Gas oder das Öl und auch der Diesel knapp werden würden? Ich meine, die LKWs brauchen ja offensichtlich Diesel zum Fahren. Die Preise sind schon stark gestiegen. Da wird der eine oder andere Mitbewerber wahrscheinlich jetzt schon mit den Ohren schlackern, beziehungsweise vielleicht sogar aufgeben. Aber was ist denn, wenn wir zum Beispiel keine Dieselvorräte mehr hätten? Dann wäre doch dann die Gefahr eines Versorgungskollapses gegeben, oder? Das wäre sicherlich gegeben, aber wie gesagt, Deutschland ist reich und wenn, dann unterbricht er nur die Versorgung durch diesen relativ preiswerten Diesel oder Rohöl. Wir können uns am Weltmarkt sicherlich auch noch was kaufen. Es ist immer die Frage des Preises. Man hat ja gehört, dass der Preis sich bis zu verzwanzigfachen kann. Deutschland würde das sogar verkraften. Also ich sage mal, wir bekommen unseren Diesel irgendwo her. Wir machen das eben nur zu Lasten. Ja, irgendeine Diktatur würde ihm schon was schicken. Ja, also ich sage mal, wir machen das eben nur zu Lasten der ärmeren Länder, die sich das nicht leisten können. Ja, okay. Aber wenn jetzt, wir sehen jetzt, die Energiepreise steigen, die Inflation steigt, Dieselknappheit, eventuell Lieferstopp aus Russland. Wir sehen so viele Probleme. Sie haben schon gesagt, Lohndumping von Kollegen oder von Fahrern aus Rumänien, Moldawien etc. pp., die aber auch entstanden sind durch vielleicht eine falsche Politik der Europäischen Union, ne? Also Freizügigkeit und so weiter, was ja eigentlich ein guter Gedanke war, aber halt Nachteile auch in sich birgt. Das hat ja das Leben der Spediteure nicht einfacher gemacht. Es ist ja kein Spaß mehr, wenn man wirklich gucken muss, just in time alles zu organisieren, zu produzieren. Und Sie sind ja einer der wenigen, der das nicht macht, der nicht mitmacht bei diesem Lohndumping. Also wie soll die Branche langfristig überleben können, wenn die Margen sehr gering sind und der Druck von außen immer mehr zunimmt, als auch die Bürokratie zunimmt?
Wir haben in der Branche ein strukturelles Problem. Wir haben ein strukturelles Problem und durch Corona und jetzt den Ukraine-Krieg merkt man, dass etwas nicht funktioniert. Man weiß nicht genau, woran es liegt. Wir sind ja auch mit der Politik im Gespräch und versuchen da aufzuklären, Hinweise zu geben, welche Handlungen oder welche Maßnahmen erfolgen müssen, damit das funktioniert. Aber grundsätzlich ist das Strukturproblem das, dass man durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit in den 90er Jahren, die da entstanden ist und durch die EU-Erweiterung Richtung Osten, ein so starkes Lohngefälle in den Osten hat, dass es attraktiv ist, für diese Arbeitnehmer hier in Deutschland zu arbeiten. Und das hat ja weitreichende Folgen. Man hat versucht, das zu regulieren durch Kabotagegesetze, dass man in der Logistik gesagt hat, es dürfen nur gewisse Tage gefahren werden und andere Tage nicht und so weiter. Aber es ist wie immer in Deutschland, es werden Gesetze gemacht und die werden nicht kontrolliert. Es gibt Kontrollen, aber die sind so marginal, dass sie eigentlich nicht interessieren. Und es wird dann faktisch umgesetzt, dass die billige Konkurrenz die Märkte zerstört. Das ist so. Und wir haben ein zweigeteiltes Lager in der Logistik. Wir haben die Spediteure, die die Lager besitzen, die Industriekunden, die die Frachtaufträge vergeben. Und wir haben die reinen Dienstleister, die Transporteure, die quasi diese vergleichbare Dienstleistung anbieten. Und man muss das eben geteilt auch sehen. Die, die jetzt mit dem Rücken an der Wand stehen, ist so wie in vielen anderen Branchen auch, sind die, die die vergleichbare Dienstleistung anbieten. Also die Transporteure, die Spediteure stehen nicht mit dem Rücken zur Wand. Die haben jetzt vielleicht das Problem, dass sich die Fahrer aufgrund des Ukraine-Krieges mal kurzzeitig verknappen, dass also wirklich mal Ladungen stehen bleiben. Das Problem ist aktuell da, aber das wird sich auch wieder regulieren, weil wir eben zu gut bezahlen, als dass die Lücke dauerhaft wäre. Da rücken dann eben Rumänen oder Moldawier oder irgendwer nach, der sich hier das Geld verdienen will. Also die Lücke ist nur kurzzeitig. Und die Transporteure werden aber abgeschafft. Nun hat man das die letzten 20 Jahre immer so in Prozentschritten gehabt, dass man gesagt hat, 3% des Marktes wurden umgewandelt von deutschen Mittelstand in ausländische Unternehmer. Und das fand schleichend statt, hat eigentlich keinen so richtig interessiert und auch keiner hat es bemerkt. Und jetzt durch Corona und durch den Ukraine-Krieg merkt man erst die Verwerfung. Man merkt erst, wie abhängig man von diesen ausländischen Dienstleistern geworden ist, weil man auf einmal feststellt, okay, da gehen vielleicht 100.000 Ukrainer, die hauptsächlich in Polen gearbeitet haben, wieder in die Heimat und die Polen müssen ihre Kapazitäten in Deutschland abziehen. So ist ja die Kette. Es werden ja Ukrainer in der Regel nicht direkt aus Deutschland abgezogen, weil wie wir im Ukraine-Krieg gelernt haben, gehört ja die Ukraine noch nicht zur EU. Und damit fallen diese ja nicht unter diese Arbeitnehmerfreizügigkeit und können nicht direkt in Deutschland arbeiten. Sondern es ist eine Welle, die Ukrainer arbeiten in Polen und die Polen arbeiten in Deutschland. Wenn die Ukrainer zurückgehen, schwappt die Welle zurück und deswegen fehlen aktuell ein paar Kraftfahrer. Die Lücke wird sich aber schließen, weil wir das nicht regulieren, weil wir keinen fairen Wettbewerb herstellen. Man kann auch die Vergleiche mal zur Paketdienstbranche ziehen. Dadurch, dass die Pakete so billig sind, sterben unsere Innenstädte aus, weil der Einzelhandel da nicht mithalten kann. Wir schaffen unseren Mittelstand ab, weil wir die vergleichbare Dienstleistung so billig machen, dass wir in Deutschland das nicht darstellen können und auch nicht dürfen aufgrund der Mindestlohngesetze und anderer Gesetze. Wir bauen das Ganze um und das Ganze hat ja auch massive soziale Folgen. Das heißt, wir haben nicht nur, ich schätze mal, 5 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland, die unterm Radar arbeiten, also diese vergleichbare Dienstleistung aus dem Ausland her erbringen, sondern wir ziehen ja dadurch auch das ganze Lohnniveau runter. Und das sind ja bestimmt 10, 15 Millionen deutsche Arbeitnehmer betroffen, deren Lohn niedrig gehalten wird, weil wenn sie zu hoch kommen mit dem Lohn, droht wieder der ausländische Dienstleister, diese zu übernehmen. Das heißt, wir schaffen uns ja unseren eigenen Niedriglohnsektor. Wir schaffen ja die Spaltung der Gesellschaft durch genau diesen Mechanismus, weil wir diesen Arbeitstourismus versuchen zu regulieren mit Gesetzen. Gesetze sind genug da, aber sie werden nicht kontrolliert und man erlaubt es faktisch. Und der Umbau findet ja fortwährend statt. So wie unsere Innenstädte aussterben, stirbt auch unser Mittelstand, stirbt auch das mittelständische Transportwesen. Und wir schaffen eine Riesenabhängigkeit. Und es muss wahrscheinlich erst zum Knall kommen, dass man sagt, man kann dieses System nicht mehr halten. Weil zudem, dass wir auch freiwillig in die EU sehr viel geben, wir sind ja das größte Geberland in der EU und geben 35% des EU-Haushaltes, schaffen wir ja noch diese moderne Wirtschaftstransferleistung, dass die Leute sich einfach das Geld hier abholen. Also dass 5 Millionen Arbeitnehmer kommen und das Geld einfach raustragen. Und wir haben ja quasi eine Doppelfinanzierung von allen Staaten, die vom Niveau her niedriger sind. Normalerweise reguliert sich sowas. Wenn man die alte EU anschaut, die Holländer haben das ja auch in den 70er, 80er Jahren gemacht, dass sie eben billig hier Frachten angeboten haben und Teile des Marktes übernommen haben. Nur der Abstand war so gering, dass sich das irgendwann reguliert haben. Irgendwann haben die gesagt, nee, wir wollen nicht mehr billiger, wir sind jetzt satt. Und dann reguliert sich das. Das ist normal, wenn man zwei unterschiedliche Niveaus haben, dass sich die irgendwann angleichen. Aber die Niveaus zwischen Osteuropa und Deutschland sind zu groß. Bis sich das angleicht, haben wir alle nur noch die Hälfte an Vermögen hier. Und das ist quasi ein Ausverkauf Deutschlands. Ja gut, das ist ja genau dieser Vermögenstransfer, vor dem ich ja immer warne, den ich ja auch beschreibe. Und ein Buch von mir hieß ja, der Crash ist die Lösung. Meistens ist es so, der Mensch lernt durch Scheitern leider. Ja. Das kann man in seiner eigenen Biografie auch gut nachvollziehen.
Und die Politik weiß dieses Problem ja schon lange. Sie kennt das Problem schon lange. Es ist nicht ein Problem, das erst gestern entstanden ist. Es ist ja schon seit Jahrzehnten eigentlich bekannt, dass es Lohndumping aus dem Osten und dass die EU-Freizügigkeit doch Probleme in sich birgt. Trotzdem, man hat viel versucht, viel Kosmetik und so weiter, aber es ist relativ wenig passiert. Ich weiß auch zum Beispiel, die Kontrollbehörden, die das kontrollieren sollten, die sind einfach permanent unterbesetzt, viel zu wenig Mitarbeiter, schlecht ausgestattet etc. Also kann ich das klagen, kenne ich auch von denen ihrer Seite aus. Dahingehend ist es immer nur ein bisschen Sand streuen über die Probleme oder in die Augen der Leute, um zu sagen, wir machen doch was. In Wirklichkeit passiert de facto gar nichts. Also vielleicht braucht es wirklich erst diesen Crash, diesen Kollaps, damit man dann gezwungen wird, neue Wege zu beschreiten. Jetzt haben Sie das sehr schön erklärt und Sie haben ja auch diesen Verein gegründet, den BLV Pro, wo Sie stellvertretender Vorsitzender und Sprecher sind. Was ist das Ziel dieses Vereins? Das Ziel des Vereins ist, die Politik und auch die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, welche strukturellen Maßnahmen notwendig sind, um gegenzusteuern. Aber da muss ich jetzt gleich reinkrätschen. Ja, bitte. Die Politik können Sie vergessen, da können Sie so lange reden, wie Sie wollen, oder haben Sie da schon andere Erfahrungen gemacht, weil die wird nichts machen. Die sagen zwar, ja, alles schön und gut, aber im Endeffekt machen sie dann doch nichts, oder haben Sie andere Erfahrungen gemacht? Wir haben keine anderen Erfahrungen gemacht. Also, dann lassen Sie es weg. Wir haben mit der Politik schon gesprochen und die sind auch sehr bemüht. Lass ich mal so stehen. Er war stets bemüht. Nein, also es sind auch sehr kompetente Leute dabei, aber es wird eben alles abgewogen, ist das mehrheitsfähig und. Und da kommt eben diese alte Prozedur durch, dass eben nur reagiert wird und nicht agiert wird. Es wird ja nur, wenn ein Problem auf dem Tisch liegt, geschaut, oh, wie können wir da Kosmetik drüber machen, wie können wir das verkaufen, wie können wir das eventuell darstellen. Und es wird ja keine inhaltliche Lösung gesucht. Es wird auch nicht versucht, die Prozesse allen zu erklären. Es gibt wenige Politiker, die verstehen die Prozesse. Es wird aber nicht den Gremien vorgeschlagen, es wird nicht im Bundestag erklärt, wie die Prozesse funktionieren, dass man gegensteuern könnte. Es gibt ja Lösungen, aber die werden einfach nicht vorgeschlagen, weil man selbst als Politiker, wahrscheinlich ist eine Mutmaßung, sich die Blöße nicht geben will und mit einem Thema nach vorne preschen will, welches vielleicht nicht mehrheitsfähig ist. Das ist natürlich, es geht nur darum. Es geht um Macht, es geht um Mehrheitszwang, Fraktionszwang etc. Politik ist ein Business, muss man ganz klar sagen. Und keiner würde sich diese Blöße geben und irgendwie sich verrennen. Das heißt, die wägen das immer ganz genau ab. Das ist das Problem unserer Parteienlandschaft, dass es um Karrieren geht, um Macht geht, um Unternehmertum eigentlich de facto geht. Und dahingehend wird sich da nichts ändern, nichts tun. Also wer sich auf die Politik verlässt, diesbezüglich ist verlassen. Das haben Sie jetzt in den letzten Jahren, denke ich mal, bitter erlebt. Aber konnten Sie schon was Erreichen der Öffentlichkeit. Sie hatten diese großen Demonstrationen, auch glaube ich mit dem Bauernverband in Berlin. Da waren ja Hunderttausende auf der Straße eigentlich. Warum finden die nicht mehr statt? Weil das war glaube ich schon eindrucksvoll und es gibt ja diese 3,5%-Regel, die besagt, wenn 3,5% der Bevölkerung auf die Straße gehen, ist ein System immer am Ende. Da waren sie ja schon fast dran. Also warum gibt es die nicht mehr? Wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir an die Politik ran müssen. Und wir wollten eben die Öffentlichkeit auch überzeugen, dass wir mit der Politik reden können, weil wir haben schon auch das Gefühl, wir haben auch 2020 nach der ersten Demonstration mit der Politik versucht zu reden. Und das war komplett wirkungslos, weil man wurde eingeladen. Es wurde gesagt, okay, ihr habt eine tolle Idee, so funktioniert Politik aber nicht. Schönen Tag hoch. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen mehr Rückhalt in der Öffentlichkeit, um dann nochmal mit der Politik zu sprechen, weil so wie Sie schon gesagt haben, entweder die Politik löst es oder es kommt eben zum Crash. Es gibt ja keine Alternativen. Also ich sage mal, wir als Bevölkerung können ja nicht sagen, wir ändern die Gesetze. Das funktioniert ja nicht. Und es muss ja hier ein Eingriff erfolgen. Und unser Ansinnen war, durch die Demonstration eben auch den Rückhalt zu bekommen und zu sagen, wir sind jetzt wer und wir haben nicht irgendwelche Hirngespinste oder irgendwas, sondern wir haben auch jemand hinter uns oder die Öffentlichkeit hinter uns, dass wir hier was bewegen müssen. Ihr müsst uns zuhören. Wir wollten also mit dieser Öffentlichkeit den Druck auf die Politiker erhöhen, dass was passieren muss. Wie lange? Also es heißt ja immer, es gibt immer dieses schöne Sprichwort, dass die Lagerhaltung der Supermärkte, der Discounter auf den Straßen ist, auf den Autobahnen. Ne? Wie lange dauert es denn, bis so ein Supermarkt leer ist? Also wenn Sie nicht mehr liefern würden, was ist die Umschlagsrate? Die Umschlagsrate ist ganz unterschiedlich. Also Sie haben schnelle Produkte, die schnell umgeschlagen werden, die leicht verderblich sind. Sie haben Konserven. Es gibt ja große Zwischenleger. Ich sage mal, wenn Sie jetzt den Berliner Raum nehmen, da hat jeder Logistiker, Rewe, Edeka und so weiter große Zwischenleger. Und die würden sicherlich, was Konserven angeht, locker 3-4 Wochen würden die hinkommen. Aber so frische Lebensmittel, Wurstwaren, Grundnahrungsmittel, Nudeln etc. reden wir davon von 12 Stunden, 36 Stunden.
wann würde es große Probleme geben, dass die Märkte praktisch nicht mehr befüllt sind, vielleicht auch nicht mehr die Bevölkerung versorgen können? Also ich sage mal, mit den weniger haltbaren Lebensmitteln wäre nach 2 Tagen wahrscheinlich schon ein Problem. Aber dann hätten Sie doch einen Riesenhebel. Da könnten Sie doch einfach sagen, so die Spediteure in Deutschland machen es wirklich mal dicht und demonstrieren, stellen sich auf die Straße und sagen so, ihr wollt essen? Dann bezahlt uns fair, dann lasst uns über die Probleme reden, die wir haben, weil nur so kann man den Druck im Kessel ja erhöhen. Die Politik wird nichts machen. Und ich weiß, diese Demonstrationen in Berlin waren Ihnen ein Dorn im Auge. Das weiß ich aus guter Quelle. Und wenn man da dran geblieben wäre, hätte man wahrscheinlich mehr erreichen können. Weil deswegen hat man sich mit Ihnen ja an den Tisch gesetzt. Deswegen hat man ja gesagt, ja, interessant, wir kümmern uns drum. Und dann ist wieder nichts passiert, wie immer. Ne? Dahingehend, wenn Sie da sagen würden, okay, eine Woche ist jetzt hier mal Schluss. Ich glaube, dann würde nicht nur die Politik hellhörig werden, sondern die Bevölkerung würde hinter Ihnen stehen, würde auch auf die Straßen gehen, weil die Hunger haben. Dazu muss ich wieder auf die Zweiteilung des Speditionsmarktes zurückkommen. Wir haben ja die Lagerinhaber, die großen Speditionen, die gut verdient haben, auch sehr gut verdienen, indem sie billige Frachtaufträge vergeben können an ausländische Dienstleister. Denen geht es sehr gut. Und wir haben auf der anderen Seite diesen Mittelstand, den die reinen Transportdienstleistungen übernehmen, denen geht es sehr schlecht und die werden sukzessive abgeschafft. Der Druck im Markt ist sehr groß und Sie finden wenig Sympathisanten in der Branche, die sich sowieso abschafft, dass da noch demonstriert werden, weil wir haben immer den Druck, dass die ausländischen Dienstleister da sind. Die kommen ja nicht mit uns demonstrieren. Sie kriegen ja keinen Polen, Rumänen irgendwie dazu, für bessere Arbeitsverhältnisse zu demonstrieren. Die sind ja zufrieden mit dem, was sie haben. Von daher gibt es ja auch die Notwendigkeit gar nicht, den Markt geschlossen irgendwie zu mobilisieren. Haben sie ja keine Chance. Und da wir sowieso ersetzt werden, ist es ja quasi nur der letzte Aufschrei. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ja, was glauben Sie, wie lange wird es noch funktionieren und halten, bis es dann knallt, wenn die Politik jetzt nichts macht? Also das kann ich nicht sagen. Es ist sehr schwer. Wir haben jetzt knappe 50% noch in deutscher Hand vom Transportmarkt. Andere Branchen sind schon umgewandelt. Schauen wir uns die Fleischbranche an, die Pflege. Mhm. Der Bau, da finden Sie kaum noch einen Deutschen. Der Tönnies ist ja aufgeflogen mit seinen Kontrollen 2020, hat gesagt, ein Deutscher will hier nicht mehr arbeiten. Ja. Er hat vergessen dazu zu sagen, für 3 bis 4 Euro die Stunde will ein Deutscher hier nicht mehr arbeiten. Das war das Einzige, was er vergessen hat. Ja. Und diese Umwandlung ist ja erfolgt. Und wir haben ja in der Logistik den Vorteil, dass jeder, der uns ersetzen will, einen LKW mitbringen muss. Wir sind investitionsintensiv. Mhm. Deswegen erfolgt die Umwandlung so langsam. Die Umwandlung findet aber unaufhörlich statt. Und jetzt durch Corona gab es einen Schub, weil Kapazitäten nicht gebraucht wurden, wurde dann mal ein Schwung deutscher Mittelständler abgeschafft, weil die natürlich die teuersten am Markt sind. Jetzt haben wir den Ukraine-Krieg, jetzt wird wieder ein Schwung abgeschafft und wir haben auch keinen Hebel mehr, zum Beispiel diese Preise am Markt durchzusetzen. Wenn wir zum Spediteur gehen und sagen, Mensch, diese kostet jetzt 2,20 Euro, wir hätten gern so und so viel mehr, dann sagt er, warum, da ist doch der Pole, der Lette, der fährt doch für weniger, kriegst du nicht. Und deswegen werden jetzt nochmal ein ganz Teil deutsche Transportunternehmen sterben, dass sich der Markt verknappt und erst dann kriegen wir die Preise. Das wissen wir ganz genau. Also wenn jetzt nochmal 10-20% sterben, dann kriegen wir wieder die Preise, die wir für den Moment brauchen. Dann werden sich auch die Transportpreise erhöhen und in einem halben Jahr, wenn die ausländischen Dienstleister nachgewachsen sind, ich sag's mal so platt, geht's wieder von vorne los. Dann geht es wieder von vorne los, weil das strukturelle Problem nicht behoben ist. Und das ist ja unsere Aufgabe oder das, was wir uns als Ziel gesetzt haben, auf die strukturellen Probleme aufmerksam zu machen und dafür Lösungen anzubieten. Und Lösungen haben wir auch, aber man hört uns leider nicht zu. Ja, das werde ich aber gleich machen. Wenn ich mit meinem Fragenhelog durch bin, will ich natürlich auch die Lösungen wissen, weil das habe ich natürlich hier auch ganz groß stehen. Was sind die Lösungen? Wir wollen ja immer auch praktisch eine Tür öffnen oder eine Perspektive geben, weil über die Probleme können wir lange drüber reden, aber wir müssen auch gucken, wo geht die Reise hin, was gibt es für Alternativen. Jetzt sehen wir aber, dass die Corona-Krise natürlich uns aufgezeigt hat, wie ein Brandbeschleuniger, wie abhängig wir doch sind von dieser Just-in-Time-Produktionskette, Lieferkette etc. pp. Und vielleicht ist es ja zielführender, sich ein bisschen autarker aufzustellen. Das heißt, mehr selbst anzubauen. Deswegen war die Kooperation mit den Bauern auch gar nicht so doof, finde ich, weil die auch natürlich riesige Probleme haben. Der Ukraine-Konflikt zeigt jetzt schon sich in den Supermärkten anhand von leeren Regalen bei Sonnenblumenöl, bei Margarine etc. Mehl wird ausverkauft sein. Und nichtsdestotrotz versuchen wir immer weiter, alles noch mehr zu globalisieren. Ich glaube, jetzt beginnt die Zeit der Deglobalisierung, dass wir in Zukunft eher uns zurückentwickeln, das klingt so negativ, aber wieder autarker aufstellen, so wie früher. Inwiefern ist dann die Logistikbranche noch gefragt oder sehen Sie das auch als einen Teil der Lösung, dass man sich diversifiziert aufstellt, autarker aufstellt und einfach gesündere Strukturen etabliert, die vielleicht auch der Natur sozusagen abgekupfert sind? Das Gute ist, wir haben Lösungen, die beides miteinander kombinieren. Also sowohl eine Zukunftsperspektive als auch eine Perspektive für die Branche. Klar ist
der Trend muss aufhören, dass man jedem Cent nachjagt. Das ist ja der Grund der Globalisierung. Irgendwo ist was billiger und man versucht, die Transportleistung dahin auch billig zu bekommen. Und schon wird die Produktion ausgelagert, schon wird alles dahin gefahren. Ich kenne viele Bereiche, wo Waren, die hier produziert werden, in Polen verpackt werden und wieder zurückgefahren werden. Kenne ich alles, ja. Das ist der absolute Wahnsinn, was da auf die Straße kommt. Und wir haben auch gleichzeitig durch dieses Sozialdumping eine Fehlentwicklung der Verkehrswege. Wir haben im Jahr 1990, 95 sind alle gleichberechtigt gestartet. Die Schiene, die Binnenschifffahrt, die Logistik, also die Straße. Und nur die Straße hat sich entwickelt. Wir haben in der Schiene, haben wir von 1993 bis 2018 25% des Schienennetzes abgebaut. Jetzt brauchen wir uns nicht die Frage stellen, was ist umweltfreundlicher, die Schiene oder die LKWs. Das, was massiv gewachsen ist, ist nur die Straße. Weil es billig ist, wächst es und wächst es und wächst es. Und statt uns darüber Gedanken zu machen, dass man das auch wieder reduziert auf ein sinnvolles Maß oder auf die Schiene verlagert, wird immer weiter in Brücken, in Straßen investiert. Es ist ja nur eine Behebung des aktuellen Zustandes. Es wird ja nicht weiter gedacht. Und das entsteht ausschließlich durch diesen billigen Preis, den dieses Lohndumping erzeugt. Es lohnt sich einfach nicht, in Schiene zu investieren. Die Schiene ist defizitär. Alle reden darüber, dass da 5, 6, 10 Milliarden Investitionsrückstau sind. Ja, wo kommt das her? Weil einfach durch die Konkurrenz der Straße es auch gar nicht notwendig ist, in Schiene zu investieren. Es gibt auch kaum einen Industriekunden, der die Schiene noch beauftragen will im großen Stile oder in der Zukunft mit der Schiene plant, weil der LKW ist flexibler und billiger. Und wenn wir das schließen, wenn wir diese Lücke schließen und sagen, der LKW ist nicht mehr billiger, dann gibt es den ganz normalen Reflex, dass dann auch in die Schiene investiert wird, weil mehr Geld bezahlt werden muss und sich das für die Schiene auch wieder lohnt. Und wir kriegen vielleicht mittelfristig von den 1 Million oder 1,2 Millionen LKWs auf Deutschlandstraßen das auf die Hälfte reduziert in 10 Jahren. Aber das Erste, was wir machen müssen, ist die Preisdifferenz beheben. Und wenn wir das machen, entwickelt sich das automatisch. Das ist ja das, was wir der Politik versuchen zu erklären. Ihr braucht nicht investieren. Ihr braucht nicht Milliarden und Abermilliarden investieren. Ihr müsst diese Wettbewerbsverzerrung beheben und dann entwickelt sich das automatisch. Mhm. Aber jetzt sagen Sie, muss ich Sie kurz unterbrechen, ja, jetzt sagen Sie praktisch, ich meine, die Politik sagt ja seit Jahren hier CO2-Einsparungen und umweltfreundlich und die Schiene ist so toll und die macht genau das Gegenteil. Also sind die Politiker Heuchler? Und wissen die das nicht? Ich denke, die Politiker sind nicht Heuchler, da möchte ich doch dann für die Politiker hier noch eher eine Lanze brechen. Aber sie verstehen es nicht. Und ich sage mal. Also inkompetent. Führen hat ja was damit zu tun, dass ich nicht nur verwalte, sondern führen hat ja auch was damit zu tun, dass ich eine Aufgabe verstehe und weiterentwickle und die anderen dahin führe. Und dieses Führen fehlt. Es ist nur ein Verwalten. Die Politiker verwalten nur und führen nicht. Mhm. Das ist das Problem, was wir haben. Wenn sie sich für Lösungen interessieren würden, könnten sie die auch umsetzen. Aber sie interessieren sich nicht für die Lösung, weil sie mit dem Tagesgeschäft beschäftigt sind. Die Lösung ist ja dann öfters mal E-Mobilität. Wie wahrscheinlich ist es, dass irgendwann mal so ein 36-Tonner mit einem E-Motor fährt? Derzeit noch sehr weit weg. Also wir sind jetzt dabei, dass die Transporter elektrifiziert werden, dass man im Stadtbereich in der Auslieferung dort elektrifiziert ist. Kleine LKWs gibt es auch schon elektrifiziert. Für alles andere gibt es Modellprojekte, die vielleicht irgendwann mal in 10, 15 Jahren aktuell sind. Aber sie brauchen ja auch für so viel Energie, so ein 40-Tonner zu bewegen. Wahnsinnige Batterien und eine wahnsinnige Speicherleistung. Und wo soll das alles herkommen? Wo kommt der Strom her überhaupt? Wie lange dauert das Aufladen dann? Und wenn die Batterien LKW sind ja riesig. Allein schon die Rohstoffe, die wir für den Bau dieser Batterie brauchen. Und dann, ich sag mal, die Politik geht ja immer davon aus, dass das, was jetzt ist, auch so bleibt. Wenn wir wirklich bei diesen 1 Million oder mehr LKWs auf Deutschlands Straßen brauchen, dann ist ja der Irrglaube, die alle elektrifizieren zu wollen. Es wäre ja besser, die auf die Hälfte zu reduzieren oder noch weniger. Und mehr auf die Schiene zu gehen. Auf die Schiene zu verlagern und vielleicht den Rest zu elektrifizieren. Dann würde man nicht so wahnsinnige Kopfschmerzen haben, weil das, was die da vorhaben, geht eigentlich gar nicht. Also auch ein weiterer Gehirnfurz der Politik, zu sagen, E-Mobilität ist die Lösung. Es wäre besser, man würde das Land wie eine Firma betrachten. Es muss ja auch am Ende funktionieren. Und wenn was nicht funktioniert, dann muss man auch diese Fehlerkultur haben, um zu sagen, ich habe was falsch gemacht, ich lerne was draus. Aber diese Fehlerkultur gibt es ja in Deutschland nicht, dass man was falsch macht. Ist man Politiker, macht man eine falsche Antwort, ist man wieder abgewählt. Das ist gibt's ja keine Kultur. Gibt es nicht mehr. Seit ein paar Jahren kann man Fehler machen, wird nicht abgewählt, muss auch nicht zurücktreten, gar nichts. Aber jetzt haben Sie was Interessantes gesagt, man sollte das Land führen wie eine Firma, wie ein Unternehmen. Jetzt betrachten wir das mal ganz objektiv. Wo steht denn die Firma Deutschland?
Geht die kurz vor dem Bankrott, vor der Insolvenz oder vor sozialen Unruhen oder müsste die bald abgewickelt werden oder geht es ihr prächtig und sie lebt jetzt auf Verschleiß und vom Puffer der letzten Jahre? Eine Mischung aus allem. Das Land lebt davon, dass wir, ich sag mal, bis in die 90er, 2000er Jahre eine wirklich gute Grundlage geschaffen haben und diese wird jetzt permanent beliehen. Wir versuchen zu erzwingen, mit viel Geld Entwicklungen zu fördern, die man auch durch Verstehen der Prozesse viel einfacher lösen könnte. Es wird alles mit Geld beworfen, es werden wahnsinnige Kredite aufgenommen, wir sind eigentlich überschuldet, wir haben mal eine gute Leistung gehabt, wir haben eine gute Bonität und aufgrund dieser Bonität wird jetzt Kredite aufgenommen, als gäbe es keinen Morgen und man versucht mit diesem Geld alles zu beheben, statt die strukturellen Probleme zu verstehen und inhaltliche Lösungen zu machen. Das ist unser Problem. Wir verrennen uns gerade. Wir verrennen uns darin, dass wir alles mit Geld lösen können. Wir verrennen uns darin, dass wir auch diese ganze Welt und das Europa missionieren wollen. Wir wollen ja alle uns gleich machen und es ist uns ja jedes Mittel recht und jedes Geld recht, das irgendwie umsetzen zu können. Und wir merken nicht, dass wir eigentlich schon überschuldet sind. Man kann das ja schön kaschieren durch Anleihenkäufe der EZB oder was auch immer. Das fällt ja am Ende gar nicht auf. Man hat das Geld noch in der Tasche und denkt, Mensch, habe ich ja alles richtig gemacht, aber eigentlich ist man schon insolvent. Überschuldet, wie auch immer. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen, heißt doch so schön. Wahrscheinlich ist es das Motto der Politik. Aber jetzt bringen Sie das alles so klar und pointiert auf den Punkt. Sieht es die Politik nicht? Sind die blind, inkompetent oder haben die andere Interessen? Wenn Sie eine Firma haben, brauchen Sie auch jemanden, der führt. Das heißt, jemand, der alle Fäden zusammenführt und sagt, ich entscheide. Das Entscheiden ist ja das Wichtige. Und Sie müssen im richtigen Moment die richtige Entscheidung treffen. Davon hängt ja der Erfolg einer Firma ab. Und um eine richtige Entscheidung zu treffen, müssen Sie alles verstehen. Und wenn Sie das nicht machen... Also das mit bei der Inkompetenz. Bei der nicht vorhandenen Führung, wir sind bei der Verwaltung. Und eine Verwaltung entwickelt ja nichts weiter. Wir müssten auf aktuelle Prozesse eingehen. Wir müssten die Digitalisierung und alles, das müsste alles eingeflochten werden in das Bestehen und in das Wirtschaften, wird es aber nicht. Wir machen ja Politik der 80er, 90er Jahre. Wir tun ja so, als wenn wir noch eine Wirksamkeit der Gesetze in Deutschland hätten. Das ist ja gar nicht mehr der Fall. Durch diesen Arbeitstourismus, durch diese 5 Millionen Arbeitnehmer, die hier unterm Radar laufen, haben wir ja keine Wirksamkeit der Gesetze mehr. Diese Mindestlohngesetze, diese Mindestlohnerhöhung können wir ja alles machen. Das gilt aber nur für die deutschen Arbeitnehmer und für die anderen nicht. Wir verschärfen ja die Spaltung dadurch. Und dadurch, dass wir diese Kontrolle nicht mehr haben, was in Deutschland wirklich passiert, weil wir zu viele externe Einflüsse haben und diese aber nicht wahrnehmen wollen und darauf nicht eingehen wollen, schaffen wir uns selbst ab. Also Sie sind systemkritisch. Ist die EU jetzt gescheitert? War sie ein Fehler? Die EU war kein Fehler. Die EU ist gut. Und wir haben nur das Problem, dass alle Prozesse innerhalb der EU handwerklich schlecht gemacht sind. Wir haben. Aber dann ist die EU doch schlecht, oder? Nein, der Grundgedanke dieses Wirtschaftsraums und dieser. Das ist ja gut, aber die. Das ist ja gut. Ja, klar. Aber die Umsetzung ist schlecht, weil eben diese. Es muss doch klar sein, wenn ich ein Land habe, wo ein 1/20 dessen verdient wird von Deutschland und ich öffne die Grenzen und sage, ihr bleibt aber schön da, obwohl ihr nur ein 1/20 verdient. Ihr dürft hier arbeiten, aber bitte macht's nicht. Es ist doch vollkommen logisch. Aber wenn die Grundidee ein hehres Ziel ist, ne, Werteunion, Friedensunion, ist ja alles schön und gut, aber dann das Resultat, der Rattenschwanz der Fehlentscheidungen mehr Schaden erzeugt, als der Grundgedanke sozusagen in sich getragen hat, dann ist doch das alles zu diskutieren, ob das noch alles sinnvoll ist. Noch mehr Bürokratie, noch mehr Abgaben. Wir sind der größte Nettoeinzahler in die EU. Der Euro hat für Immobilienblasen, für Spekulationsblasen gesorgt. Kann man da nicht auch mal einfach mutig sozusagen gegen das Narrativ schießen und sagen, wir müssten jetzt mal die EU reformieren? Reformieren wäre eine dringend notwendige Maßnahme. Würde aber auch nicht passieren, weil Sie haben ja die Erfahrung in Berlin gemacht, dass die Politik wenig bereit ist, neue Wege zu beschreiten. Also wenn wir beide es schaffen, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass das notwendig ist und der Handlungsdruck auf die Politik groß genug ist, gehe ich auch davon aus, dass da etwas passieren kann. Aber denken Sie an die Brot und Spiele. Ne? Also Brot und Spiele hat immer funktioniert und solange Sie billig oder Ihre Kollegen mit Lohndumping Essen zum Aldi liefern und schippern und der deutsche Netflix hat für 14,99 und ein billiges Carlsberg und noch irgendwie Chipstüte, warum soll er rausgehen? Warum soll er demonstrieren? Ja, ganz einfach, weil wir die Spaltung der Gesellschaft haben. Durch dieses Lohndumping ziehen wir 10 bis 15 Millionen Arbeitnehmer in die Billigverdiener oder in die Geringverdiener-Szene
Und denen tut das jetzt natürlich auch besonders weh, wenn jetzt der Dieselpreis erhöht wird. Die wissen ja, die haben jetzt die Wahl zwischen Essen kaufen und Diesel. Also das ist schon wirklich das untere Ende. Und wenn die mit den Löhnen steigen, werden die durch vergleichbare Dienstleistungen ersetzt. Die haben ja keine Chance, da unten wegzukommen. Mhm. Und das ist die brandgefährliche Situation. Wir haben eine unheimlich hohe Unzufriedenheit in Deutschland. Und da passiert auch was. Das ist wie mit den Transportunternehmern, die abgeschafft werden, die jetzt diese Preise nicht weiterreichen können und erstmal sterben müssen zu 20%, dass der Preis wieder weitergereicht werden müssen. Genauso geht es ja eigentlich den Geringverdienern. Die haben jetzt, da entsteht eine unheimlich hohe soziale Spannung. Wir haben ja schon eine unheimlich hohe soziale Spannung und die wird ja immer weiter verschärft. Das heißt dann soziale Unruhen irgendwann? Es wird soziale, mit Sicherheit. Die gibt es ja jetzt schon, wenn man schaut, wie die alle gegen den Dieselpreis demonstrieren. Das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, obwohl ja die Erhöhung des Dieselpreises in der Logik gar keine schlechte Idee ist, um zu umweltfreundlichen Alternativen zu kommen. Das macht ja sogar Sinn. Aber wenn es in gewissen Gesellschaftsschichten oder in gewissen Marktwirtschaftsanteilen nicht weitergereicht werden kann, sorgt man dafür, dass diese faktisch noch unter das Existenzminimum gedrückt werden. Ja, aber aus dem Grund gibt es jetzt das Energiegeld und dann gibt es vielleicht irgendwann ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist doch alles nur Kosmetik. Natürlich, das habe ich ja vorhin gesagt. Das ist doch nur Kosmetik. Die Politik kreiert Probleme, um sie dann zu lösen, um vor der Kamera dann zu stehen und zu sagen mit viel Pathos, wir haben die Lösung, wir helfen euch alle, ihr kriegt 300 Euro. Das behebt doch kein Einzelstruktur. Problem. Nö, kostet nur Geld. Das kostet nur Geld. Es ist und linke Tasche, rechte Tasche. Naja, am Ende überschulden wir uns wieder, weil wir Geschenke machen für irgendwas, genau. Wo wir eigentlich eine inhaltliche Arbeit machen würden, um nochmal darauf zurückzukommen. Wenn Deutschland ein Unternehmen wäre, müsste man doch, wenn man ein Produkt herstellt, erstmal dafür sorgen, dass dieses Produkt wieder kostendeckend hergestellt wird. Also wir müssen erstmal unsere Produktivität so haben, dass wir erstens wissen, wie wird produziert, was machen wir eigentlich, das versteht ja auch kaum Politiker. Wie funktioniert dann überhaupt die Wertschöpfung? Was machen wir denn in Deutschland? Wie produzieren wir? Was können wir uns überhaupt leisten? Ist ja auch eine Frage, die sich jeder privat stellen muss. Aber die Lösung ist doch dann, wenn ich Sie so reden höre, eine andere Politik. Weil das ist die einzige Lösung. Weil, wie gesagt, Sie kommen mit guten Argumenten, mit Lösungsvorschlägen. Die Politik versteht es nicht, setzt es nicht um, aus vielleicht irgendwelchen anderen Gründen. Und immer wieder kommen wir zu dem Punkt, der Flaschenhals ist die Politik. Also müssen wir doch die Politik erneuern, reformieren. Na, ich sage mal, nicht ganz so weit. Wir müssen den Politikern ja auch eine machbare Aufgabe geben. Das Level ist sehr niedrig. Und das Problem ist ja, wir haben sehr viel Raubbau. Also wir haben sehr viel Mittelabfluss, den wir nicht kontrollieren können. Das schädigt ja gerade unser System und schafft eine Zweiklassengesellschaft, weil wir diesen Arbeitstourismus erlauben, weil wir diese 5 Millionen, die 5 Millionen ist eine Zahl von mir, das ist geschätzt, diese 5 Millionen Leute, die in Deutschland unterm Radar arbeiten, das müssen wir beheben. Wenn wir das beheben, beheben wir auch die soziale Spaltung. Was heißt unterm Radar? Schwarzarbeit oder? Nein, es ist Unternehmer irgendwie von Albanien. Es ist relativ einfach, wenn Sie in Deutschland Spediteur sind und das Lager haben und da kommt ein Rumäne Subunternehmer, dann müssen Sie nur einen Zettel unterschreiben lassen, ich arbeite für den Mindestlohn. Ob der das dann macht, ist nicht mehr Ihre Pflicht. Sie verhalten sich gesetzlich. Also er kann auch 5 Euro nur zahlen. Genau. Kühne und Nagel, wenn die jetzt sagen, der Alfred Kühne hat ja sein Vermögen verdoppelt, einfach nur, weil er billige Dienstleister hat, nicht weil er irgendwie genial ist, sondern einfach, weil er billige Dienstleister den Zugriff hat. Menschenhandel. Es ist, man spricht von Lenkrad-Sklaven oder wie auch immer. Und der muss sich ja nur unterschreiben lassen, laut Gesetz, dass die Subunternehmer einen Mindestlohn einhalten, Thema erledigt. Dann ist der gesetzlich sauber, macht nichts falsch. Und wie kriegt er sein Geld? Das kann man doch alles nachprüfen über die Löhne, die gezahlt werden, oder? Das interessiert ja keinen. Es geht kann ja nicht keinen, überprüfen. Nee, es geht ja keiner nach Rumänien zu dem Transportunternehmen und sagt, zeig mal bitte deine Unterlagen, hast du nach deutschem Mindestlohn bezahlt? Macht ja keiner. Es geht ja keiner nach Rumänien und guckt das nach. Aber dann, also, ja gut, okay. Man könnte ja gucken, was Kühne und Nagel überweist und dann schauen, passt es mit den Stunden. Aber gut, kann man viel bescheißen wahrscheinlich, ja, Lug und Trug, leider überall in der Wirtschaft. Aber was sind jetzt die Lösungen? Also wenn jetzt wirklich sagen würden, die Politik wäre bereit für Lösungen oder die Gesellschaft generell, was sind die Lösungen vom BLV Pro? Als Beispiel, es gibt ja den Brexit. Das sagt ja jedem was. Brexit ist bekannt, man tritt aus der EU aus. Das wird für Deutschland nicht funktionieren. Wir sind da viel zu verflochten und wir haben in Großbritannien waren es circa 1 Million Arbeitnehmer unterm Radar. Die liegen ja auch strategisch anders oder geografisch anders, sodass diese Versuchung nicht so groß da ist, jetzt die Arbeitnehmer dahin zu schicken. Die haben es folgendermaßen gemacht, die haben einfach alle ausgesperrt. Die haben gesagt, Arbeiten hier mit Arbeitnehmerfreizügigkeit findet nicht mehr statt, sondern jeder, der jetzt hier arbeiten will, braucht ein Arbeitsvisum. Und wer das nicht hat, ist hier einfach nicht mehr da. Und dann haben die natürlich im ersten Moment leere Regale gehabt, weil es haben sich ja Strukturen fehlentwickelt über die letzten 10, 20 Jahre, die erstmal
offensichtlich wurden durch dieses Aussperren der Arbeitnehmer und entwickelten sich langsam zurück. Und Großbritannien war ja auch das einzige Land, was 7% Wirtschaftswachstum verkündet hat. Jetzt nach dem Brexit. Weil sich also ist der Brexit doch ein Erfolg? Weil die Nachrichten Brexit sagen uns doch immer, der Brexit ist ein Skandal, die Insel geht unter und ja, die werden in Zukunft auf dem Baumhaus leben müssen. Nein, ganz und gar nicht. Ja, Herrschaftszeiten. Die schützen ihre Wirtschaft, indem die sagen, wir machen jetzt das, was unsere Wirtschaft leisten kann und orientieren uns wieder neu. Und dann entwickeln sich auch so eine Sachen wie umweltfreundliche Technologien und, weil alle die Gesellschaft mitkommen kann, weil es auch in den unteren Dienstleistungsbereichen Löhne gibt, dass die Leute das bezahlen können, dass die Leute sagen, ach, 2,50 Euro Diesel ist ja nicht schlimm, kann ich bezahlen, kaufe ich mir lieber ein Elektroauto, aber aus der freien Entscheidung heraus und nicht, weil ich kein Geld mehr habe. Das ist ja ein Trugschluss anzunehmen, dass wenn ich einen Dieselpreis von 2,50 Euro habe, dass jeder sich ein Elektroauto kauft, weil die den Diesel nicht bezahlen können, kaufen sich auch kein Elektroauto, ist ja ein Quatsch. Und ich sage mal, man müsste dasselbe mit Deutschland machen, nur digital. Wir haben ja die Möglichkeit in der Logistik, die einmalige Chance, wir haben die Mautdaten. Das heißt, jeder schwere LKW über 7,5 Tonnen wird erfasst, jede Strecke. Alles, was der fährt, wird erfasst, weil das kostet ja Geld. Also gibt es die geldtechnische Erfassung, wer fährt wo lang, was kostet das? Dadurch hat man alle Daten da. Was macht der Schwerlastverkehr? Man könnte das auf die Stunden beziehen, man kann das auf die Kabotagekontrollen, also diese, wer darf wann wie viele Frachten in Deutschland erbringen, kann man alles mit kontrollieren. Und wenn man mit der Politik spricht, sagen die, oh, Datenschutz, ganz problematisch. Aber im gleichen Atemzug haben wir in Deutschland Gesetze, Mindestlohngesetze, die besagen, die deutschen Unternehmen müssen alle Arbeitszeiten aufzeichnen. Also für die Deutschen gilt das, für die Ausländischen natürlich nicht. Wenn wir das jetzt machen würden in der Logistik als Referenz, dass wir sagen, wir nehmen die Mautdaten alleine reichen nicht, aber sie haben erstmal eine Referenz und sagen, wer macht hier was und können mit Anschlusskontrollen, sie können die Verlader verpflichten, die Namen der Lkw-Fahrer zu melden, die Stunden zu melden, wie auch immer und hätten automatisch ein System, mit dem sie für alle Mindestlohn kontrollieren könnten und können. Sie werden jetzt nicht ein rumänisches Unternehmen dazu zwingen können, dass die mit Lohnkosten von 4.000 bis 5.000 Euro für so einen Lkw-Fahrer, was das ja mit Nebenkosten bei uns ist, dass die dort einstellen für das Geld. Das werden sie nicht hinkriegen. Auch dieser europäische Mindestlohn für Lkw-Fahrer mit 10, 12 Euro, das werden sie nicht hinkriegen, weil in Rumänien, wenn da ein Lkw-Fahrer mehr verdient als ein Arzt, das trägt die Wirtschaft nicht. Quatsch. Aber das, was sie machen könnten, sie könnten erfassen, wer macht was in Deutschland. Und sie könnten jetzt sagen, lieber Rumäne, wenn du in Deutschland fährst, kostet das, wenn du in Deutschland fährst, 3.000 Euro im Monat, weil das ist die Lohndifferenz zwischen dem, was der Rumäne bekommt und zwischen dem, was der deutsche Kraftfahrer bekommt. Und dann hätten wir auch wieder einen Wettbewerb. Dann könnte der deutsche Transporteur sagen, hey, der muss also teuer produzieren wie ich. Der schubst mich nicht mehr vom Wettbewerb, sondern wir treten in einen echten Wettbewerb ein. Klingt und wenn logisch, man diese Digitalisierung auf andere Branchen überträgt, auf die Fleischbranche, auf die Pflege und, dann hätten wir auch wieder eine Wirksamkeit deutscher Gesetze. Denn das machen wir ja. Wir machen deutsche Gesetze und haben eigentlich einen europäischen Markt. Deswegen sind die wirkungslos. Und wenn wir das digitalisieren würden, wenn wir alle Zeiten erfassen, wenn wir das verpflichtend für alle machen würden, dann hätten wir auch wieder eine Wirksamkeit deutscher Gesetze. Das heißt, wir müssten der Politik ja gar nicht zumuten, so viel zu ändern. Wir müssten jetzt nicht den ungeheuren Fortschritt erwarten, sondern wir könnten sagen, ihr könnt weitermachen wie bisher, ihr könnt deutsche Gesetze machen und. Und dadurch, dass ihr alles kontrolliert, dass wir einen digitalen Staat schaffen, haben wir auch wieder eine Wirksamkeit und schaffen dieses Sozialdumping ab und damit automatisch auch die Spaltung der Gesellschaft. Ja. Wir haben also quasi einen Brexit für Deutschland, ohne aus der EU auszutreten, weil wir Deutschland digital begrenzen und sagen, wir möchten, dass das, was in Deutschland beschlossen ist, auch für Deutschland wieder gilt. Mhm. Aber jetzt mal Butter bei der Fische, Herr Hantsche, wie realistisch ist das, dass das passiert? Die Lösung ist gut, klingt für mich plausibel. Aber wie realistisch sehen Sie das, dass es wirklich umgesetzt wird von der deutschen Politik? Ich bin immer voll der Hoffnung, sonst würde ich mich nicht dafür einsetzen. Aber Sie wissen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, es ist schwierig. Also ich sage 10%, 50%, 70%, ich bin eine Zahl. Ich bin Optimist und sage, zu 30% würde ich sagen, das kann man umsetzen. Das sehen Sie als optimistisch an. Das ist optimistisch. Das Glas ist halb leer. Ja, wenn man auf der Schlachtbank sitzt, wenn man in vergleichbarer Dienstleistung unterwegs ist, im Mittelstand hier in Deutschland und man weiß, das Ende kommt, dann ist Optimismus... Das klingt sehr fatalistisch. Dann ist Optimismus etwas... Die einzige Möglichkeit. Dann ist 30% wirklich schon das optimistische Ziel. Ihre Worte in Gottes Ohren. Ich hoffe nur, dass Ihre Forderungen gehört werden, vielleicht auch durch dieses Video, durch dieses Interview und natürlich auch durch euch, dass ihr das Video teilt, kräftig teilt. Was ist eure Meinung? Wo stehen wir? Glaubt ihr, es kommt zum Versorgungsengpass? Glaubt ihr, die Politik wird neue Wege beschreiten? Wird die Lösung von Herrn Hantsche aufgreifen? Glaubt ihr, wir werden weiterhin Lohndumping sehen in der EU? Brauchen wir einen digitalen Brexit? Das finde ich ja spannend, die Lösung. Oder brauchen wir gar den kompletten Dexit? Wer weiß. Ich freue mich über euer Kommentar. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und natürlich
teilt das Video möglichst mit vielen, vor allem mit vielen Politikern. Ne, weil die müssen das heute hören. Und wenn ein Politiker dabei war, bitte auch Kommentar da lassen oder kommt vorbei. Ich lade euch gerne ein. Könnt genau hier sitzen wie der Hansche. Wir können auch gerne zu dritt vortrefflich wahrscheinlich diskutieren, wohin die Reise geht. Alle Parteien sind willkommen. Wir wollen ja Brücken bauen, den Diskurs befeuern. Ich danke Ihnen fürs Kommen auf jeden Fall. Danke Viel Ihnen. Erfolg und alles Gute. Bleiben Sie gesund. Dankeschön. Gerne.